Glück ist Freitag. Mit dem Fabian und der Ecker. Für die Nachfolge vom Bundesrat Johann Schneider-Ammann gibt es eine haushohe Favoritin, Karin Keller-Sutter. Alle sind für die Frau Keller-Sutter, dann sind wir dagegen. Aha. Und warum das, Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel? Im nächsten Editorial enthülle ich einen Geheimplan von mir selber. Am 5. Dezember tue ich im zweiten Wahlgang Simonetta Sommaruga beleidigen und die ganze SP-Fraktion geht dann wieder geschlossen aufs WC. Das heisst, das absolute Mehr sinkt und dann wählt die SVP-Fraktion mit einzelnen vernünftigen FDPler, das gibt es offenbar, geschlossen die Magdalena Martullo. Oh nein! Mr. Köppel, das wäre der Worst Case. Nur, wenn ich muss. Ein Auftrag vom Rolch muss man annehmen, Magdalena. Da geht es ums Vaterland. Excuse, ich will mich nicht in Familienangelegenheiten einmischen, Altbundesrat Christoph Blocher. Aber die Frage, die die Bern alle beschäftigt, ist doch die. Ja. Droht sich die FDP am 5. Dezember ein Einer-Ticket zu präsentieren? Ja. Nein. Nicht sein grüner Nationalrat Bastien Giraud, zuerst bitte jemand von einer Bundesratspartei. Nein, wartet ihr noch, Frau Nägeli. Nächstes Jahr sind wir auch im Bundesrat. Und wir von den Grünen arbeiten an unserem politischen Fußabdruck. Also gut. Was halten Sie von meiner Ticket? Ich auch noch. Wir von den Grünen sind gegen Einer-Tickets. Wir sind für mehr Fahrtenkarten grundsätzlich. Je mehr ÖV, desto besser. Finde ich auch. Öffentlicher Verkehr ist geil. Wir kommen ein bisschen weg vom Thema, Experte Vujo Gavric. Bitte zurück zum Thema. Wie gesagt, ich bin der Baschi. Ich sage nur eins. Ein Ticket langt nie, oder? Wenn du nicht mindestens 500 Tickets verkaufst. Sie sagen, wie gesagt, dann leist du drauf, ist klar. Ja gut, bei einem Konzert schon. Popstar Baschi, und für die Bundesratswahl überlegt sich die FDP jetzt, ob sie gleich zwei Frauen soll aufs Ticket nehmen soll. Das finde ich voll geil, Brot. Wirklich geil. Du interessierst dich für Bundesratswahlen, Experte Vujo? Das nicht, aber ich sage immer, eine Frau ist gut, zwei wären besser. Jawohl, danke. Und jetzt vielleicht noch jemand, der die politischen Ränkenspiele in Bern kennt, SP-Präsident Christian Löwra. Ich weiß, wie die SFDP Frau Keller-Sutter sicher in den Bundesrat bringt. Sie muss sie alleine auf ein Zweierticket stellen. Einmal als Keller, einmal als Sutter. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und Retter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Ende November stimmen wir darüber ab, ob bei Verdacht auf Sozialbetrug der Einsatz von verdeckten Beobachtungen erlaubt sein soll. Ja. Da geht es jetzt um ein neues Gesetz. Lassen Sie mich bitte noch schnell fertig erklären. Grüne Nationalrat Bastien Giraud, doch das neue Gesetz erlaubt zum Beispiel, dass sogenannte Sozialdetektiv potenzielle Betrüger mit Drohnen an Orten überwachen, wo öffentlich oder öffentlich einsehbar sind. Also zum Beispiel auf dem Balkon. Herr Giraud, wir von den Grünen sind gegen den Balkon. Wir sind dafür, dass die Leute einen Garten haben. Und sind Sie auch dafür, dass man Sie dort überwachen darf? Nein, wir sind dagegen, weil das Eindringen von Drohnen für das Ökosystem von einem Garten fatale Folgen hat. Und die Blumen meinen, die Drohnen seien Bienen und warten vergeben darauf, von diesen fliegenden Ungeheuer bestäubt zu werden. Wie gesagt, das ist keine gute Idee, meinen Balkon zu filmen zum Beispiel. Und wieso nicht, Popstar Baschi? Dort habe ich alle meine Haschpflänzchen, was die sagen. Ja, gut. Manchmal findet man die finanzielle Verhältnis von jemandem auch raus, ohne dass man Drohnen einsetzen muss. Das Magazin Forbes hat recherchiert, dass das Vermögen vom amerikanischen Präsident Donald Trump um gut 1 Milliard Dollar geschrumpft ist, seit er im Amt ist. Okay, no American president ever lost so much money. Okay. Ja, ein weiterer Rekord von Ihrer Präsidentschaft, Mr. Trump.
Gratuliere herzlich. Aber mich nimmt eigentlich Wunder, wie das in der Schweiz ist. Die Weltwoche hat sicher recherchiert, Chefredakteur Roger Knüppel. So ist es, Frau Nägeli. Sie sind gut informiert, das erstaunt. Ja, ich habe eben recherchiert. Gut, das ist so. Der gesamte Bundesrat hat 80% von seiner Schlagkraft verloren, seit Christoph Blocher nicht mehr dabei ist. Mehr Schlagkraft hat hoffentlich die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, die heute Abend in Brüssel gegen Belgien spielt, und zwar in der UEFA Nations League. Ihr Tipp, SRF-Sportreporter Rainer Maria Salzgeber? Ja, ich komme immer noch nicht tröst bei dieser Nations League, aber ich kann dafür etwas anderes. Ich habe dafür schon wieder einen neuen Anzug. Ist das nicht fantastisch, der Kleider? Gratuliere. Und Dankeschön. Sie haben Ihr Kader das erste Mal nicht mehr zu Feusisberg zusammengezogen, sondern zu Niederhase. Hat das einen bestimmten Grund, Nationaltrainer Wladimir Petkovic? Mir ist egal, ob Berge Feusis oder Hasli Nieder, aber lieber Hasli Nieder als Lage Nieder. Ich begrüße Sie. Wie die Schweiz und Brüssel kämpfen. Ja, Hauptschweiz, oder? Altbundesrat Christoph Blocher. Ja, aber ich muss die Schweizer von Brüssel warnen. Sage nur, fremde Schiedsrichter. Schiedsrichter. Zum Glück ist mit dem Fabian Unterrichter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch.